Ey, Mann, ey, ich erzähle es doch nicht. Ich erzähle es doch jetzt gerade nicht, dass du mir einen Vorwurf machen sollst. Ey, ich hab mir brennt so eine Frage. Ja. So ein bisschen. Was hast du eigentlich für ein Verhältnis zu deinen Eltern? Seid ihr so eng? Weißt du was von deinen Eltern so? Ja. Meine Mutter ist immer hin und statt Hallo hat die mal Entschuldigung gesagt. Du hast ja so auch so deinen Quatsch gemacht und so ein Kram. Ey, das kommt doch von irgendwoher. Inni! Wir reden die Welt. Mal wieder hier, heute live und direkt. Bevor ich es vergesse, den Like-Button und den Abonnieren-Button und den Glocken-Button und folgt allen Social-Media-Accounts, die es nur gibt. Ja, so, jetzt hätten wir das abgefrühstückt. Ja, ey, es ist kalt hier drin, Mann. Ey, Entschuldigung, ich habe die Bodenheizung schon angemacht, aber die dauert ein bisschen, bis sie angeht. Das ist Wahnsinn, ja. Ja, es ist auch kalt. Ja, es ist auch kalt. Es ist Schnee draußen. Hast du den Schneefall gesehen gestern, ey? Ja, ja, ja. Und Blitzeis und so, ey. Ja, vom Blitzeis habe ich nicht so viel mitbekommen, ehrlich gesagt. War das wirklich so rutschig? Es war ein bisschen rutschig, ja. Ja. Es war aber eher, gestern war ich ja bei dir. Mhm. Auf dem Weg zu dir war sehr rutschig. Aber als ich noch von dir nach Hause bin, war es überhaupt nicht mehr rutschig. Ah, okay. Oh, ja, gut. Ja. Auch komisch, gell? Ja. Je tiefer die Nacht, umso rutschiger sollte es eigentlich sein. Ja, gell? Okay. Aber okay. Naja, umso besser. Umso besser. Bist gut nach Hause gekommen, perfekt. Ja. Inni, du weißt ja, ich habe ja eine Künstlerin, ja? Ja. Die Luisa Lanz. Mhm. Die wäre übrigens auch eine coole Kandidatin für einen Gastbeitrag. Ja, warum nicht, ja. Ey, ich hab mir brennt so eine Frage so ein bisschen auf der Zunge. Was hast du eigentlich für ein Verhältnis zu deinen Eltern? Zu meinen Eltern? Mhm. Also im Sinne von, seid ihr so eng? Also, dass ihr euch liebt und so, stelle ich jetzt mal überhaupt nicht in Frage, sondern einfach nur, habt ihr ein enges Verhältnis? Habt ihr ein vertrauensvolles Verhältnis? Oder wie ist das so? Okay. Das ist eine krasse Frage. Ja. Also, erzählst du deinen Eltern so Sachen aus deinem Privatleben oder auch aus dem Berufsleben oder eher nicht? So, das ist so eigentlich so ein Tabuthema oder wie ist das? Also ich sag mal so, das hat sich sehr gewandelt, tatsächlich. Mhm. Ja? Mhm. Weil ich hatte immer ein richtig schwieriges Verhältnis zu meinen Eltern. Ja. Ja? Meine Eltern haben früher auch überhaupt nichts von meinem Privatleben gewusst, gar nichts. Mhm. Wo ich hingehe, was ich mache. Ich habe früher meinen Eltern so gut wie nichts über mich erzählt. Ja, ja. Heutzutage ist es ein bisschen anders, man hat so ein bisschen besseres Verhältnis zu den Eltern, weil mein Vater ist auch echt alt geworden. Ja. Ja? Und deswegen ist man so ein bisschen, man redet ein bisschen mehr, aber auch nicht alles. Weil ich bin es nicht gewohnt, weißt du? Ja, okay. Und weißt du was von deinen Eltern so aus der Vergangenheit? Nee. Null, nee, ja? Nee. Auch, also was ist null? So, es gibt sehr so ein wenig. Paar, es gibt so ein paar Storys, die so Freunde von meinen Eltern mir erzählt haben. Ja. Aber auch nicht so wirklich was generell, wie mein Vater aufgewachsen ist zum Beispiel. Mhm. Und was die so gemacht haben. Was für ein Quatsch die gemacht haben, früher, als sie klein waren. Ja. War ich überhaupt nichts. Nee, gell? Gar nicht. Weil, was mit du? Ja, genau, weil die Frage, mir ist diese, also ich hab mir so ein bisschen Gedanken gemacht, so worüber können wir denn heute reden und so, ne? Ja. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, ey, warum nicht eigentlich so ein Thema, was mir tatsächlich so ein bisschen auf der Seele brennt. Auf der Seele brennt, ja. Okay. Weil, also es ist folgendermaßen, weil ich hatte ja auch jetzt kein einfaches Verhältnis zu meinen Eltern gehabt. Mhm. Auch dadurch, dass ich natürlich auch so ein bisschen viel Scheiße gebaut habe, so in meiner Kindheit und Jugend so. Echt? Ja. Was denn so alles? Nächste Folge. Nee, aber auf jeden Fall, ja, also klar, ich so Pubertät und Mist gebaut und bla und kein Interesse an den Eltern, ne, und also kennt man ja so, ne. Und meine Eltern sind so ein bisschen, glaube ich, so teilweise an mir so ein bisschen verzweifelt, so, ne, weil, ey, wie kriegen wir diesen Jungen unter Kontrolle halt, ne. Und hat halt darin resultiert, dass ich mich immer weiter entfernt habe, so ein bisschen von meinen Eltern. Also ich habe dann immer weniger erzählt, ich habe mich immer mehr verschlossen. Ja. Ne? Hatte gar kein Interesse, irgendwas aus meinem Privatleben oder Berufsleben mit meinen Eltern zu teilen. So, weißt du? Also was so diesen Turnaround gemacht hat, war, ich bin nach Korea nach dem Abitur. Ich war dann 10 Wochen oder 12 Wochen in Korea. War das erste Mal in Korea nach 10 Jahren. Mhm. So, und dann bin ich
ja immer natürlich auch die Verwandten besuchen gegangen, meine Onkels, meine Tanten und so. Und ich wusste gar nicht wirklich, wer mein Onkel und meine Tante sind. Das war auch wirklich so. Ich hab angerufen, ja, ich bin in Korea, ach ja, super, dann lass uns treffen, komm am Wochenende zu uns, okay. Komm, fährst du mit der und der U-Bahn und steigst an der und der Haltestelle aus, wartest an dem und dem Exit, ne, und wir holen dich dann ab. Ja. Und alles klar. Dann stehe ich da an diesem Exit und wirklich, ich wusste überhaupt nicht, wer mich abholt. Ich wusste gar nicht, wie mein Onkel oder meine Tante aussieht. Ich hatte keine Ahnung. Und es hätte einfach jeder sein können. Es hätte einfach wirklich jeder sein können, weißt du, weil wir ja alle gleich aussehen, weißt du? Und das war wirklich so. Also, ne, und irgendwann kam dann Onkel oder Tante und hat immer so, bist du es so, ne? Also, ja. Und dann bin ich wirklich so einer wildfremden Person hinterher. Hey, und die haben dich erkannt. Die haben dich erkannt. Ja. Ja, okay. Auch so Kinderfotos und so ein Kram natürlich, ja. Okay, aber ja, okay. Ja, du hast, schon, ja, du hast ja als Erwachsener ein ganz anderes Erinnerungsvermögen. Okay, okay. Ich war ja wirklich, glaube ich, 10 oder so, als ich da das letzte Mal dann in Korea war. Okay. Davor halt, ne? Okay. So, da habe ich natürlich, ich habe gar keine Erinnerung an irgendwelche Gesichter. So. Ja. Auf jeden Fall bin ich dann den Onkels und Tanten dann so hinterhergelaufen und ich weiß nicht so, ich hatte so total das Bedürfnis, dass die mich kennenlernen. So. Mhm. Ja, und ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich nicht gut Koreanisch gesprochen, aber ich habe einfach so drauf losgeredet. So, ja, ich habe einfach erzählt von mir, ich habe erzählt, wer ich bin, ich habe erzählt, was ich mache, was ich gerne tue und was für ein Quatsch ich bis jetzt gemacht habe in Korea, was mir alles widerfahren ist. Ich habe einfach erzählt und die haben sich kaputt gelacht. Ja? Ja. Die fanden das total lustig. So, ne? Und dann habe ich mich gefragt, so tatsächlich noch im jugendlichen Alter so, ey, krass, ey. Wieso kann ich das eigentlich mit meinen Onkels und meinen Tanten, aber nicht mit meinen eigenen Eltern so? So total absurd eigentlich, ja. Ja, und dann hat das so dazu geführt, ey, ich will das eigentlich auch, dass meine Eltern mich besser kennenlernen. Hm. Ne? Also das heißt ja nicht, dass ich jetzt dann einfach wie ein offenes Buch einfach alles dann so erzählt hätte oder sowas, sondern nein. Ich habe aber auf jeden Fall, ich habe das verbessert. Ich habe meinen Eltern einfach erzählt. Ja? Ja. So, ey, Arbeit war scheiße, voll der Stress, weil. Und dann habe ich einfach erzählt. Hm. So, warum nicht? Ja? Ja. Warum nicht? Klar, kann natürlich dann immer darin resultieren, dass dann die Eltern den Fehler bei mir sehen und dann sagen, ja, ey, aus dem und dem Grund. Das ist nicht bei mir. Ja, genau. Das ist auch nervig. So, ja. Ja? Ist auch nervig, weil du erzählst es ja den Eltern nicht, damit sie dir einen Vorwurf machen, sondern du erzählst, weil du denen die Geschichte mitteilen möchtest. Ja, so, ja. Oder wie es in dir aussieht. So, ne? Ja. Also, aber das haben meine Eltern dann irgendwann auch verstanden. Ja. Das ist ja ein Prozess. So, ja? Mhm. Ich meine, ja, klar, in erster Linie redest du und in erster Linie sind sie deine Eltern. Ja. Und du bist der Sohn. So, ja? Ja. Und der Automatismus greift, ich muss meinem Sohn den richtigen Weg weisen. Ja, ich muss ihm sagen, nein, so geht's nicht. Oder wie auch immer. So, ne? Ja, natürlich. Und das wollen wir dann so, ey Mann, ey, ich erzähle es doch nicht. Ich erzähle es doch jetzt gerade nicht, dass du mir einen Vorwurf machen sollst. So, ja? Aber das ist ja ein Prozess. Ja. So, ja, es ist doch ein Prozess. So, mein Ziel ist, dass meine Eltern mich besser kennenlernen. Ja, okay. Ja, dass der Weg dorthin eventuell holprig ist und nicht leicht ist. Ja. Aber mein Ziel ist trotzdem, dass meine Eltern mich kennenlernen. Ja. So, und deswegen habe ich mich da durchgeboxt. Ja. Und vor allen Dingen ist noch eine Sache, meine Eltern, deine Eltern ja auch, sind in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen. Ja. Für die ist die Zeit damals stehen geblieben. Ja. Ja, so, es gab, die Werte haben sich ja in Korea auch gewandelt. Das ist ja ganz anderes Korea und jetzt. Und es gibt noch einen eklatanten Unterschied zwischen deinen Eltern und meinen Eltern. Was denn? Deine Eltern waren, glaube ich, nie angestellt, gell, in Deutschland. Doch. Ah, die waren angestellt? Die waren am Anfang, also mein Vater war ungefähr 20 Jahre in der Firma. Ach und so. ist dann selbstständig geworden. Okay. Ja, hat sich dann entschieden, als sie 16 war. Ich hab gedacht, daher kommt das so, dass sie natürlich auch nicht wissen, wie das im deutschen Berufsleben aussieht. So. Ja, also mein Vater weiß das, aber zu Hause sah das so aus, als hätte er es einfach ignoriert, als hätte er einfach keine Ahnung, wie das in Deutschland sonst ist. Weißt du? Verstehe ich auch, weil klar, meine Eltern haben auch die Tugenden und so, haben sie ja konserviert. So. Was sie halt aus Korea mitgenommen haben, haben sie konserviert und haben auch genau so quasi weiter in Deutschland gelebt und gearbeitet mit den gleichen Werten. Und diese Werte haben sie auch uns dann übertragen. Genau. Na? Und
Ja, das war ja so ein bisschen die Schwierigkeit, so, ne? Genau. Also, das war ja voll der Kulturclash, so, weil wir, ich sehe links, rechts, meine ganzen Freunde sind, werden ganz anders erzogen, die sind viel, ne, so, sind so viel offener, viel toleranter. Genau. Und so, ey, was ist das für ein Scheiß, so, ne? Ja. Aber das ist auch deswegen, also deswegen habe ich mich, glaube ich, auch ein bisschen mehr verschlossen in meiner Jugend meinen Eltern gegenüber. Und das zieht sich dann aber auch ins Erwachsenenleben, weil du bist es ja nicht anders gewohnt, zu kommunizieren mit deinen Eltern, ja? Wenn du von klein auf so kommunizierst, dann kommunizierst du, wenn du alt bist, genauso mit deinen Eltern, ja? Und ich weiß nicht, wie deine Eltern sind, aber meine Eltern waren schon in der Szene oder bei meinen Freunden auch generell bekannt dafür, dass sie sehr streng waren. Okay. Ja, ich glaube, das hast du auch irgendwann mal gesagt, so jeder hatte so irgendwie Angst vor meinem Vater oder was weiß ich was, keine Ahnung, ja. Sagen auch die Freunde von meiner Schwester. Ja. Ja, tatsächlich. Und es war halt auch wirklich sehr streng bei uns zu Hause, ja. Und deswegen war es umso schwieriger für mich, mich einfach zu öffnen. Und heutzutage ist es halt so, ich glaube, und das ist halt auch so der Grund, warum ich auch so ein bisschen darüber reden kann, ist einfach, ich glaube, meinen kompletten 20ern hatte ich einfach einen Wut meinen Eltern gegenüber. Ja. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich muss für jeden Scheiß kämpfen. Mhm. Ja? Statt mich auf mein Wesentliches zu konzentrieren, war ich damit beschäftigt, mir den Weg frei zu kämpfen bei meinen Eltern. Weißt du? So habe ich das empfunden einfach. Ja. Ja? Und da gab es halt auch sehr viele Clashes und sehr viele Streitereien. Ich bin auch von zu Hause einfach ausgezogen, so, weil aus einem Affekt, also aus einem Streit heraus. Weißt du? Ich war auch noch das erste Kind. Ja. Das heißt, meine Eltern haben nochmal alles vorsichtiger gemacht, weil sie nichts falsch machen wollten und so weiter. Ja. Und dementsprechend war ich nochmal mehr rebellisch, sag ich mal, ja, weil die eher so noch mal so ein bisschen... Findest du dann, du hast den Weg deiner Schwester so ein bisschen geebnet? Meine Schwester hatte auf jeden Fall ihre eigenen Probleme und Clashes mit meinen Eltern, weil sie noch mal ein Mädchen war. Ja. Aber ich glaube, wenn sie ein Junge gewesen wäre, hätte sie es viel, viel einfacher gehabt als ich. Okay. Viel einfacher. Sie hat es in vielen Bereichen schon ein bisschen einfacher gehabt. Ja. Aber ich bin halt auch so ein Typ, ich bin so einer, ich rede nicht viel mit meinen Eltern. Ja. Ja? Also wenn ich irgendwas haben will, gehe ich einmal hin und frage, ey, kann ich das haben? Die sagen nein, dann drehe ich mich um und besorge es mir auf eine andere Art und Weise. Ja. Meine Schwester aber hat sich dann hingestellt, warum nicht? Ja, und hat dann so diskutiert mit meinen Eltern. Ja. Und deswegen hat die ein ganz anderes Verhältnis, was so das Sprechen mit denen angeht. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Aber also sie spricht offen. Sie spricht offen, viel offener und spricht die Sachen viel, viel krasser an als ich. Ja, ja. Weil sie einfach gewohnt war, Sachen sich zu erkämpfen. Mhm. Ich habe einfach meine Fresse gehalten, mich umgedreht und habe einfach trotzdem das gemacht, was ich wollte. So, ne? So war ich halt. Und dann kam ich in die 30er, Mitte, Ende 30, und meine Eltern haben langsam das Restaurant verkauft. Und ich habe so ein bisschen gemerkt, wie mein Vater halt alt geworden ist. Mhm. Ja? Und der ist mit dem Verkauf von dem Restaurant ist er so voll soft geworden. Ja? Mhm. Der war nicht mehr so der, du hast auch richtig gemerkt, er hatte nicht mehr das Gefühl, das Alpha, der Alpha in der Familie zu sein, sondern der hat so gemerkt, so, okay, sein zu müssen. Der hat einfach gemerkt, so, okay, ich bin in Rente, ich lehne mich jetzt zurück und bin jetzt einfach soft. Ja. Ja? Und dann war er plötzlich der Vater, den ich mir eigentlich mein ganzes Leben lang gewünscht habe. So, weißt du? So der Softe, der Verständnisvolle und so. Ne? Ja, ja. Und dann war es einfacher, Sachen zu teilen mit ihm. Ja. Aber gewisse Sachen teile ich halt einfach nicht. Es geht einfach nicht. Mir nicht so von der Lippe. Genau. Ich meine, ist ja auch nicht so, dass ich, wie ich gesagt habe, ist ja nicht so, dass ich alles meinen Eltern erzählen würde oder sowas. Ja. Aber mir geht es einfach darum, dass ich... dass ich schon möchte, dass meine Eltern wissen, wer ihr Sohn ist. Ja. So, ja. Weil, ja, es ist nun mal so, die Zeit, die wir ja mit unseren Eltern haben, ist ja begrenzt irgendwo, ja. Und was ich mir halt fest vorgenommen habe, ist, ich möchte es nicht bereuen, so, weißt du? Mhm. Ich möchte nicht bereuen, so, ey, ich hätte eigentlich ein viel engeres Verhältnis haben können, ja. Ich hätte viel mehr dafür tun können, das, ne? Und das möchte ich mir nicht vorwerfen. So, ja? Es ist da natürlich, ist jetzt auch nicht, wie gesagt, es ist nicht leicht oder so, ja. Aber ich habe diesen Prozess so mit mir ausgemacht, hab mir halt vorgenommen, ey, ich will das ändern. Und daran arbeite ich so eigentlich tagtäglich. Ja? Und ich habe jetzt natürlich auch so einen gewissen Vorteil im Moment, weil meine Eltern ja fußläufig von mir wohnen, so 10 Minuten fußläufig. Und wenn ich früher extrem genervt reagiert hätte so. Ja. Also die rufen mich an und sagen, ey, kannst du mal vorbeikommen, mein Handy funktioniert nicht so. Oh, ja, weißt du, so, was ein Scheiß und jetzt muss ich da extra hingehen wegen so einem blöden Handy oder sowas. Ne?
da wäre ich früher so total sauer gewesen und genervt. Ja. Aber heute ist es so, jo, alles klar, ich komme. Mhm. Dann laufe ich rüber und dann mache ich das und dann unterhält man sich noch ein bisschen und dann gehe ich auch wieder nach Hause. Ja, okay. Ja, oder, ey, und ich meine, guck mal, die Eltern machen ja die wildesten Dinge, ja. Ja. Der Fernseher funktioniert nicht mehr. Ja, so, wie kann das sein? Ja? Was habt ihr denn gemacht? So, ja, gar nichts. Ja, ja. Gar nichts. So, ne? Oder alle Kanäle sind einfach total verstellt. So. Das funktioniert einfach gar nichts mehr. So, ne? Ja. Was habt ihr denn gemacht? Keine Ahnung. Ich habe Fernseher angemacht und das war dann so. Ja. Aber weißt du, aber dann habe ich mir auch gedacht, so waren das für unsere Eltern mit uns, als wir klein waren, weißt du? Das war genau das Gleiche. Genau der gleiche Scheiß, so, weißt du? Wir haben irgendeinen Mist gebaut, die Eltern sagen, ey, seid ihr eigentlich irgendwie ein bisschen bekloppt oder was? So, und ja, weißt du, so, es ist genau das Gleiche. So, ja? Und ich versuche mir das halt immer so ein bisschen immer wieder in Bewusstsein zu rufen und möchte Tag für Tag daran arbeiten, dass es besser wird so, ja, dass dieses Verhältnis besser wird, dass wir auch Sachen einfach teilen. Und ich meine, es passiert auch, also nicht oft, aber manchmal passiert es, dass meine Mutter mich einfach anruft so. Und dann, dann telefonieren wir 1,5 Stunden so. Ja, okay, krass. Ja, passiert nicht, wie gesagt, passiert nicht häufig, aber es passiert so, ja. Und das, das wäre undenkbar gewesen früher. So null, ja. Und, aber dann merke ich dann halt auch so manchmal, ey, meine Mutter braucht ein Ventil. Ja, einfach mal so Sachen von der Seele reden, so, ja. Und ey, und mich freut das voll. Ja. Ja, weil anscheinend ich ihr ja das Gefühl gebe, dass sie das machen kann. Ja, so Beziehungsperson, also so eine Bezugsperson zu sein. Genau, irgendwo, ja. Ja. Und das habe ich ja erreicht dadurch, dass ich mich ja meinen Eltern geöffnet habe. Ja. So, indem ich einfach Sachen erzählt habe. Und ich filter auch nicht. Mhm. Ich fange an, richtig zu fluchen von meinen Eltern. So, ja. Ja. Der Wichser, der, so, weißt du, so. Wirklich, also ja. Wenn ich wirklich sauer bin, ich lasse dann auch einfach raus. So, ja. Sagst du dann sowas auf Koreanisch oder auf Deutsch? Nein, auf Deutsch. Auf Deutsch, okay. Ich sage dann auf Deutsch, so, und dieser Wichser und so bla bla. Und meine Eltern sagen so, sag das mal nicht und so. Aber verstehst du, dadurch glaube ich, dass ich da so ungefiltert das so sage, baue ich auch irgendwie auf so eine Art und Weise eine Vertrauensbasis halt auf. Ja, ja. Weil ich das halt nicht filter, so, weißt du? Und das macht es halt irgendwie, glaube ich, ja, also ich baue halt eine Brücke so. Ja? Und das macht mich, ehrlich gesagt, macht mich das schon glücklich so. Ja, okay. Ja, weil wir hatten wirklich schwierige Zeiten. Kennst ja den strengen, autoritären Erziehungsstil. Ja, in mancherlei Hinsicht fragwürdig, ja, ob das jetzt wirklich so cool ist oder was, ja, aber ich reflektiere halt und sage, ja, ey, ich war halt auch ein richtig kleiner Bengel. Ja. Nennen wir es so, ja. Weißt du so, ja. Ja. Und ganz ehrlich, ich wüsste auch nicht, wie ich als Elternteil anders reagiert hätte als meine Eltern. Die waren wirklich, ich glaube, teilweise, die waren einfach am Ende mit dem Latein so, weißt du? Ja. Ey, weißt du was? Ich finde das eigentlich ziemlich gut, was du machst. Ja. Ja, weil da könnte ich mir, glaube ich, eine Scheibe von abschneiden. Weil ich habe ja gerade gesagt, natürlich, ich habe jetzt auch ein besseres Verhältnis zu meinen Eltern, als ich früher hatte. Ja. Aber ich habe trotzdem immer noch so eine Hemmschwelle. Ja. Ja, ich habe immer noch eine Hemmschwelle. Gewisse Sachen kann ich denen einfach nicht geradeaus sagen. Ich weiß nicht, warum. Ja. Und woher diese Hemmschwelle kommt. Ja. Aber es gibt immer noch so gewisse Sachen, wo ich mir denke, so, okay, fuck, das müssen die nicht wissen. Und das verheimliche ich lieber. Ja. Und zusätzlich kommt noch, dass meine Eltern ganz genau wissen, was für Knöpfe die drücken müssen, dass mir einfach der Kragen platzt. Ja. Aber weißt du, wer das eigentlich in der Regel kann? Ja. Das sind immer die Menschen, die dir am nächsten stehen. Ja, auf jeden Fall. Ist ja immer so. Ja, ja, normal. Auf jeden Fall. Und es gibt halt auch nicht in meinem Leben nicht mehr so eine Situation, wo ich vor Stress einfach nicht mehr kann. Aber das ist dann, wenn diese Situation kommt, ist irgendwie was mit meinen Eltern involviert. Ja? Das stresst mich total. Total krass. Und wenn es mit meinen Eltern irgendwas involviert ist, dann habe ich relativ schnell einen Stresspegel erreicht. Beziehungsweise ich habe eine kurze Leitung, so, was das angeht. Ja. Kurze Zündschnur. Kurze Zündschnur, genau. Ja. Lange Leitung, kurze Zündschnur, genau, ja, genau. Ja. 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 Aber ey, guck mal, als du früher, du hast ja gesagt, du warst ja ein Bengel. Ja. Hast du irgendeine Story, die du teilen kannst, wo du so richtig rebellisch warst und deine Eltern voll auf die Palme getrieben hast? Oder was dir vielleicht auch leid tut heute,
zurück, wenn du so zurückschaust, deinen Eltern gegenüber? Ja, so allgemein gesehen. So, ja. Ne? Ich habe ja, also ich habe relativ viel Mist gebaut, so in der Schule zum Beispiel. Mhm. Ja. Ich war halt, keine Ahnung, ich war laut, ich war wild. Ich habe, keine Ahnung. Ja, ja. Auseinandersetzungen in der Schule, ja. Mit Lehrern, mhm. Und Lehrerinnen, mit Mitschülern, Schlägerei hier, ne, bla bla bla. Und ich weiß nicht, wie oft meine Mutter vorgesprochen hat in der Schule, okay. Wegen mir. Mhm. Also das tut mir schon leid, mhm. weil ich einfach nachvollziehen kann, diese Scham, die sie gefühlt haben muss. Ja. So, weißt du? Und guck mal, meine Mutter ist halt trotzdem meine Mutter. Sie hat ja trotzdem mich verteidigt, so mhm. wie eine Löwin, so, weißt du? Mhm. Ist nach Hause gekommen und hat mir, ey, die war einfach enttäuscht, so, mhm. weißt du? Die war enttäuscht und ja, und so im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, ey, das tut mir richtig leid. Ja. Bei Elternsprechtag, meine Eltern ja. Haben nie, also meine Mutter, mein ja. Vater war nie da, ne? Ja. Meine Mutter ist immer hin und statt Hallo hat immer Entschuldigung gesagt. Aber weißt du, guck mal, das ist ja auch so ein Ding. Jetzt mal ohne Scheiß. Du hast ja so auch so deinen Quatsch gemacht und so ein Kram. Ey, das kommt doch von irgendwoher. Ja, natürlich. Also du bist doch entweder, kommst du nach deiner Mutter oder nach deinem Vater? verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Ich doch auch. Ja. Ich war auch wild. Ich habe Sachen gemacht und so Faxen gemacht, keine Ahnung. Aber ich komme doch nach jemandem von den ja. beiden. Ja. So, weißt du, was ich meine? Und das ist ja das Unfaire so. Die kennen mich, so, weißt du, was ich alles für einen Scheiß gemacht habe. Ich weiß gar nichts, ja, wie deren Schullaufbahn war, wie, weißt du, was für Noten sie geschrieben. Ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nichts, so, weißt du? Ja. Und das Krasse ist, fällt mir jetzt auch nochmal so eine Geschichte ein, ich finde die krass so, ja, weil, ja. worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich habe so ein paar Sachen dann über meinen Vater auch im Berufsleben erfahren, über einen Kumpel, den ich kennengelernt habe, ja. Und es folgendermaßen. Es hat mich in meiner Kindheit, über meine ganze Kindheit bis in meine späte Jugend hin, hat immer ein Hannover-Onkel angerufen. Ja. Also wir hatten ja immer so ein Festnetztelefon, mhm. so ein Familientelefon. Und das Telefon klingelt, hallo, ja, hallo, hier ist der Hannover-Onkel, ist dein Papa da? Mhm. So. Das war eigentlich immer so die einzigen Worte, die wir immer getauscht haben, ja, einen Augenblick oder nein, der ist nicht da. Ja, okay. So, fertig. Ja. So, pass auf. Und dann habe ich 2013, jetzt vor 11 Jahren, habe ich in einer Agentur angefangen zu arbeiten. Mhm. Und dann fragt mich mein Vater eines Tages so, hey, auf deiner Arbeit arbeitet da auch ein Und ich so, ja. Und so, das ist der Sohn vom Hannover-Onkel. Und ey, bei mir war so, was? Das ist ja krass. Ja, ich so, ey, krass. Was ein Zufall, ey. Ja, okay. Hammerhart. Also natürlich am nächsten Tag, ich bin sofort zu ihm marschiert. Ich meine so, ey, gestern mal, was mir mein Vater erzählt hat, Mann. Du bist der Sohn vom Hannover-Onkel, ey. Pass auf. Und seine Antwort war, Alter, bist du der Sohn vom Frankfurter? Ja, Mann, ohne Scheiß. Dann hat dein Vater immer, wenn er angerufen ja. hat, hi, hier ist der Frankfurt-Onkel. Gib mir deinen Vater. Also es war immer genau umgekehrt. So, weißt du? Ey, und seitdem sind wir halt einfach krass gut befreundet. So. Ja, okay. Seitdem wir das erfahren haben, so, ja, ja. so ey, krass. Das ist so, schicksalhaft. Ja, genau. Ey, ohne Scheiß, das ist der Hammer. So, ja. Und durch ihn natürlich, weil ich dann ihn öfter gesehen habe und er mir dann, also man erzählt ja dann auch so vom Privaten und so. Und er hat mir dann erzählt, ey, mein Vater hat mir so ein paar Storys erzählt über deinen Vater, als die, ja. weil mein Vater war ja unter Tagebau. Ja, ja, waren ja alle, ja, mein genau. Vater ja auch. Ja. Und er hat jetzt nicht jetzt irgendwie krass wilde Geschichten erzählt, so, ja. Aber ja. So, keine Ahnung, sowas zum Beispiel, ja, dein Vater war so ein Mojengi, so ein Schönling, so der. Ja. So ein immer, Playboy. Ja, ja, so Playboy, immer ja. gut angezogen und immer so drauf geachtet, dass er mega gestylt ist ja, und ja. so. Ja, ich so, Was? Ja, sowas halt, ne? Ja. Oder so, er wäre so der Stärkste aus der Gruppe gewesen. Weil, ja? Ja, weil diese Presslufthammer so, weißt du? Ja, ja. Die sind ja übertrieben schwer so. Ja, aber ich kenne deinen Vater, der ist gar nicht so groß und stark. Ja, genau.
Krass. Genau. Ist halt ein 70er Jahre Koreaner. So. Ja. Nee, 45er Jahre Koreaner. So. Ja. Also klein, schmächtig. So. Ja. Aber ey, und so kenne ich halt meinen Vater. Jetzt ist er halt alt geworden. Ja. Mhm. Er war ja immer wie so ein Fels. Mhm. Ja. Nie krank, nie, also weißt du, hat immer schweigsam alles erduldet und getragen, geschleppt wie ein Esel und so. Und das hat ihm alles nichts ausgemacht. Also so vom Optischen her. So, ja, ja. Ja. Und er hat halt so erzählt, ja, da gibt es diese riesen Bohrmaschinen so und die deutschen Arbeiter, die konnten die halt alle heben, weil die ja auch alle schon vom Körpergewicht her schon viel schwerer waren. So, ja. Mm. Und ich meine, mein Vater hat damals vielleicht 60 Kilo gewogen und so und das Ding alleine hat 60 Kilo gewogen oder ja. sowas, ja. Aber er war halt so quasi der Einzige aus der Koreanergruppe, der das konnte halt. Ja, so, ja. Okay. Halt so Geschichten. So. Ich meine, mein Vater würde sowas ja nie erzählen. Ja? Ja. Also mein Vater ist ja nicht so... Der würde ja nicht erzählen, ich war der Einzige, der das tragen konnte. Ja, ja, genau, so. Genau, genau. Würde er halt nicht machen. Also, aber verstehst du so? Ja, ja. Und dann über so krasse Umwege ja. erfahre ich dann so Fitzelchen aus der Vergangenheit meines Vaters so zum Beispiel, weißt du? Ja. Und das meine ich halt auch. Ja, woher habe ich das, dass ich meinen Eltern vorher nichts erzählt habe? Ja, weil meine Eltern mir auch nie was erzählt haben. Mhm. Nie. Ja. Ja, bis heute... Ey, das ist ganz viel Schatten so ja. und Nebel. Ey, ja. Da fällt mir eine Story ein über meinen Vater. Mein Vater war einer der letzten, ja, die damals nach Deutschland entsandet verschickt wurden. verschickt wurden. Verschickt wurden. Ja, genau. Normalerweise bist du ja 3 Jahre da. Mhm. So, ne? Und sobald du in Deutschland ankommst, musst du nach 3 Monaten, glaube ich, zum Amt. Ja. Und dann kriegst du ja deine Aufenthaltsgenehmigung. So, ja? Und im Amt haben die halt ein bisschen Scheiße gebaut. Ja. Die Dame war so ein bisschen Pillepalle an dem Tag und hat an dem Tag gestempelt und zwar unbefristet. Ah. Dem ganzen Heim. Ehrlich? Ja. Dem ganzen Heim haben sie halt unbefristet gestempelt und mein Vater kriegt das so zurück ja, und er ja. sieht es so. Unbefristet. Das ist nur unbefristet, aber nicht nur unbefristet, ja. sondern er hat halt auch eine Arbeitserlaubnis gehabt. Ja. Ja? Dann haben sich. Ach so, ja, natürlich, ja, ja klar. Und dann hat das ganze Heim damals einfach gekündigt und haben sich neue Jobs gesucht ja. und durften halt in Deutschland bleiben. Ach krass. Ja? Und haben sich dann ihre Frauen auch aus Korea dann nach Deutschland geholt. Viele. Ach, ja. Krass. Okay. Weil viele anderen Minenarbeiter, yeah. koreanische Minenarbeiter mussten ja zurück nach Deutschland, nach Korea. Mhm. Und wenn sie nicht zurück wollten, haben sie hier quasi nochmal eine Krankenschwester manchmal geheiratet und sind dann hier geblieben. Hä? Ja, wirklich. Ja, weil meine Eltern haben hier in Deutschland sich kennengelernt und geheiratet. Ja. Das war, also... Ey, warte mal, ist das der Grund, warum die Ey, es gibt aber, ey, und das ist vielleicht ein cooler Film, den du mit deinen Eltern gucken kannst. Vielleicht. Ja, ja, ja. Es gibt so einen koreanischen Film, der ist Gukjaejang, der geht genau um diese Story. Ja? Da ist so ein Typ, ja. der ist zuerst im Vietnamkrieg. Ey, mein Vater war im Vietnamkrieg. Ja? Ja, Mann. Okay, krass. Dann ist es genau die Story von deinem Vater. Beziehungsweise vielleicht nicht, weil das Ende geht anders aus. Der Protagonist, der war auf dem Vietnamkrieg, kommt zurück nach Korea, ja. wusste nicht, was er machen sollte, erfährt davon, dass man nach Deutschland entsendet werden kann, mhm. geht nach Deutschland mhm. und dann bleibt er da 3 Jahre und kommt dann wieder zurück. Und da sieht man auch so, dass teilweise so die haben so Partys geschmissen mhm. für Minenarbeiter und Krankenschwester, damit die sich so kennenlernen und so. Ach so, ja. Und dann shakern die so und flirten so und dann entstehen so Couples und dann heiraten die und bleiben dann doch in Deutschland und so und so weiter. Ah, so. Okay. Das gibt halt so voll die Dinger. Und da gibt es auch eine Ach, witzige Story. Ja, ja, ja. Der hat mir ein Ajichi, so ein Freund von meinem Vater erzählt, der damals auch da mit war. Mhm. Und zwar gab es so, hat so ein Gerücht die Runde gemacht, dass in Köln eine Telefonzelle gab, ja, wo du da 20, also du hast da 20 Mark eingeworfen in Pfennigen und mit dem 20-Mark-Stück ist das ganze Ding durchgefallen und dann sind die 20 Mark in Pfennigen wieder rausgekommen. Und Aha. dann sind ist mein Vater mit seinen Freunden ins Auto, die sind nach Köln gefahren, weil Telefonieren früher so teuer war. Ach so, ja, ja, ja. Und dann haben die sich da dann in Schlange an die Telefonzelle gestellt und haben dann immer 20 Mark reingeworfen, telefoniert, paar Minuten telefoniert, dann ist das Geld durchgefallen und dann war der Nächste dran und dann haben die
Und ach, da haben die so, halt so krass nach Korea telefoniert, die aber ganze Zeit. Aber warte mal kurz, von wo ist dein Vater extra bis nach Köln gefahren? Aus Recklinghausen. Ach so, okay. Ich weiß gar nicht, wie weit das weg ist. Aber, ja, auf jeden Fall, keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht. Ja, also ey, krass, aber danke für diese Filmempfehlung, weil ja, das hört sich echt interessant an. So. Ja. Hört sich nach einem Familienabend mit vielen Tränen an. Ja, das ist das, oder? Krasse. Weil ich habe mir den Film angeguckt mit meinen Eltern in Korea. Hm. Da waren meine Schwester, meine Eltern, wir waren im Kino, haben sie ihn angeguckt. Und mein Papa hat so ein bisschen feuchte Augen. Echt? Ja. Oh Mann, ey. Und meine Schwester so die ganze Zeit so daneben. Meine Schwester hat sich neben meinem Papa gesetzt, so, Papa, war das wirklich so? Und mein Papa so, ja. Ey, Papa, war das wirklich so? Und so, ja, ja. So, Alter. Krass, ey. Es gibt in meiner Jugend, ja, weil wir vorhin beim Thema waren, gibt es eine Sache, die ich ein bisschen bereue. Und ich habe auch eben gerade schon mal so ein bisschen nachgedacht, ob ich diese Story überhaupt teilen soll. Okay. Aber ich teile die mal doch, ja. Okay. Ich kann ja am Ende des Tages schneiden, wenn ich... als ich 16 war, ja, da sind meine Eltern aus Wiesbaden nach Frankfurt gezogen. Nach Eschborn gezogen, weil die da so ein Lebensmittelgeschäft eröffnet haben. Mhm. So. Ich habe die 9. Klasse abgeschlossen und dann haben die Sommerferien angefangen. Und am ersten Tag der Sommerferien sind wir von Wiesbaden nach Eschborn gezogen. Okay. Ja, so. Ich war sowieso schon so voll auf der schiefen Bahn. Gedanklich war ich voll auf der schiefen Bahn. So voll gegen meine Eltern und total daneben, ja. Und du wolltest nicht umziehen wahrscheinlich. Und ich wollte nicht umziehen und so. Okay. Und dann bin ich so gegen meinen Willen nach Eschborn gezogen und ich war da so in diesem Laden und habe einfach nur rumgestänkert. Ja. Dass meine Mutter war, ihr war das, ich stand dann halt bis da und hat dann so mit ihren Slipper. Schlappen, ja. Schlappen, genau. Ja. Hat sie so nach mir geworfen und hat gemeint, raus mit dir, ich habe keinen Bock auf dich. Bin ich so raus und habe so ganz kurz nachgedacht, so, meine Mutter hat mich doch gerade rausgeworfen, gell? So, okay. Bin ich in die S-Bahn gestiegen und bin nach Wiesbaden und bin 6 Wochen lang nicht nach Hause gekommen. Was? Ja. Also die gesamten Sommerferien? Die gesamten Sommerferien. Und ich hatte eigentlich, Alter, okay. Ich hatte eigentlich vor, die gesamten, also nie wieder nach Hause zu gehen eigentlich. Damals in meinem Kopf so, ne? Okay. Das war krass, weil das tut mir wirklich innerlich auch richtig leid, weil meine Schwester hat mir dann später erzählt, was zu Hause los war. Ja. Weil meine Mutter nur am Weinen, weißt du, die haben sich gerade selbstständig gemacht. Man weiß nicht, ob das überhaupt Erfolg hat und so. Der Druck, dann ich war weg und so, meine Mutter die ganze Zeit am Weinen, mein Vater schweren Herzens am Arbeiten und so, ne? Und ich bin da zum Jugendamt gegangen. Ach, Alter, okay. Ja, und ich habe gesagt, so meine Eltern sind so, machen so Psychoterror mit mir und so. Okay. Ja. Der ganze Druck, den meine Eltern mir so ausgeübt haben, nein, darfst du nicht, nein, da und so weiter. So, ne? Und ich habe das halt einfach so erzählt beim Jugendamt, weil ich dann irgendwann in der Schule gelernt habe, wenn es Probleme gibt, kannst du auch zum Jugendamt gehen. Ah, krass, okay. So, ja. Und ey, was mir da in der Zeit auch passiert ist, ist krass. Aber wo warst du denn 6 Wochen lang? Ich war hier und da. Ich war bei dem auf dem Sofa geschlafen. Wenn das nicht mehr ging, bin ich dahin mit gegangen. Mit 16? Mit 16. Aber das heißt ja, du warst ja bei Kumpels, die ja auch bei ihren Eltern gewohnt haben. Ja, aber ich hatte halt auch Kumpels zu der Zeit, die waren... die hatten so Ausbildung gemacht, hatten so eigene Buden und so. Aha, und okay. Da waren so 2, 3 und ich sag echt, das war schon ein bisschen unterste Schublade. Das waren schon 2, 3 Leute dabei, die aus Heimen immer rausgeflogen sind und dann irgendwann waren die 16 und dann gehst du nicht mehr ins Heim, sondern du kriegst vom... Pflegeeltern? Nee, du kriegst Geld, dass du dir deine eigene Bude dir besorgen kannst. Mit 16? Wenn du alt genug bist, kriegst du schon deine eigene Bude. Ach krass, okay. Du kriegst so Wohngeld, du kriegst Klamottengeld, du kriegst Essensgeld so vom Staat. Ja, das wusste ich gar nicht. Okay, und da gab es, es 2, 3 Leute, die waren auch so ein bisschen heikel, die haben auch so Drogen vertickt und so die ganze Zeit. Ne? Und da habe ich auch 2, 3 Nächte übergeschlafen. So. Und dann gab es auch mal 2, 3 Nächte, wo ich nicht wusste, wo ich schlafen soll, bin ich zur Polizei gegangen. Und ich habe so gesagt, ich habe nächste Woche einen Termin beim Jugendamt. Ich weiß aber nicht, wo ich jetzt schlafen soll. Da haben die mir eine Zelle frei gemacht. Und dann durfte ich echt da schlafen. Jetzt? Ja. Und, ja genau, eine Nacht habe ich da in der Zelle, konnte ich da schlafen. Am Tag darauf, weil es so spät war, ja, am Tag darauf haben die mich in so ein Heim für schwangere Frauen, für junge schwangere Frauen gesteckt. Mhm. Ja. Die haben so Heime, das sind so 16-jährige Frauen, die dann irgendwie schwanger geworden sind. Die werden verstoßen von der Familie, wissen nicht wohin. Ja. Dann gibt es so Heime. Ja? Okay. Und da haben die mir so einen Raum dann abgecheckt. Und so haben ein mir, Frauenhaus oder so heißt ja, das, ja, gell? Genau, genau. Und dann habe ich da so 3 Nächte gepennt. Ja. Und das Krasse ist, die haben mir sogar Geld gegeben. Die haben so gemeint, hier hast du 20 Mark am Tag. Ja. Ja? Hol dir was zu essen und so. Und dann habe ich mir so Döner geholt und so und so Sachen, ja. Und also Hammer, ich war total unbekümmert so, ne? Also was das angeht, ich habe einfach gemacht, ja, weil ich einfach das keinen Bock, ich wollte halt einfach keinen Bock. So. Aber ich finde ich
Also, finde ich cool, dass du diese Story teilst. Ja. So, krass, wusste ich gar nicht. Ja. Ja. Also, habe ich noch nie gewusst, aber krass. Ja, und dann, dann habe ich irgendwann gemerkt, dass mein Vater mich per Privatdetektiv sucht. Ach, krass. Ja. Und wie hast du das gemerkt? Also, ich habe es nicht gemerkt, ich habe es gehört. Ach so. Ja, so. Aber ich bin dann immer... Hattest du dann so Kontakt zwischendrin mit deiner Schwester oder so? Oder nee. So? Nee. Nur 6 Wochen so komplett sechs Wochen lang gar nicht Funkstelle. Es gab ja auch keine Handys, gar nichts. Ja, ich weiß. Aber es gab ja diese Telefonzelle in Köln. Ja, aber das war krass, weil... Ja. Durch diese Privatdetektive, ne, haben die dann halt auch geguckt, mit was für Leuten ich war. Also bei wem ich auf der Couch geschlafen habe und so. Und haben die meinen Eltern erzählt und das war schon heikel, was die auf dem Kerbholz auch hatten damals. Mhm. Und so, das war eine ganz andere Schublade so, ne? Und dann waren die Sommerferien zu Ende. Ja. Und ich war ja aber trotzdem irgendwie ein Gymnasialschüler so. Ich war ja immer noch gut in der Schule damals, ja. So. Und dann bin ich am ersten Schultag zu meiner alten Schule, wo ich eigentlich schon abgemeldet war, bin ich einfach zu dieser Schule und stand so da und habe so gedacht, was soll ich jetzt machen? Ja? Soll ich jetzt in die Klasse gehen, wo ich vorher war? Ja? Da wird die Lehrerin mich ja rauswerfen, weil ich bin ja nicht angemeldet so. Und bin aber trotzdem einfach hingegangen. Ja. Das war der erste Tag, wo ich mir Gedanken gemacht habe, so fuck, wie soll denn das jetzt weitergehen? Alter, ich habe noch nie so Ärger gekriegt von meinem Vater. Das heißt so, Privatdetektive, die können schon was, ey. Ja. Aber am Ende so, können die echt was, gell? Ja. Haben dich aufgespürt. So. Krass, hammer. Ey, was eine Story, ey, hammer. Ja. Je älter du wirst, umso mehr hörst du ja von allen um dich herum so, ey, deine Eltern sind voll streng. Mhm. Warum darfst du das nicht? Warum darfst du das nicht? Mhm. Und wenn du dann in die Pubertät kommst, ist dann halt diese Wut so groß. Ja. Und du hast aber keine Möglichkeit, das irgendwie rauszulassen. So, ja. Und dann explodierst du und dann passiert halt sowas. Ich glaube, ich habe noch nie so richtig ausgesprochen, dass mir das in meiner Jugend am meisten leid tut. Ja. Meinen Eltern gegenüber. Ja, ja, ja. Weil das war schon echt, das war eine Aktion, die hätte ich auch nicht bringen müssen unbedingt. Mhm. Ja. Bei meinen Eltern ist es genau umgekehrt irgendwie. So, meine Freunde haben so das Gefühl, dass meine Eltern voll liberal wären und so. Ja. Aber ich glaube, woran das liegt, dass meine Freunde das glauben ist, weil meine Mutter sehr gut Deutsch spricht. Ah, okay. Meine Eltern sprechen nämlich gar nicht so gut Deutsch. Siehst du, genau, weißt du, und weil meine Mutter so gut Deutsch kann, wird, glaube ich, so automatisch gedacht, die ist integriert. So, die ist, ja, so, okay. Weißt du, die ist so ein bisschen liberaler, mehr so auf der deutschen Schiene. Ja. So, weißt du? Aber ist sie das? Also einerseits ja, andererseits nein. Hm. Ich meine, es hat natürlich schon geholfen, weil meine Mutter ja natürlich ihr ganzes Leben lang in deutschen Unternehmen gearbeitet hat. Hm. Ja, also ob es jetzt im Krankenhaus war, ob es jetzt, ne, also in deutschen Institutionen halt so, ne? Und sie halt auch dort sehr viele deutsche Arbeitskollegen hatte und nicht noch andere ausländische Arbeitskollegen. Also hat sie schon viel mitbekommen, so, ne, wie so das zwischenmenschlich so im Deutschen läuft. Ne? Was jetzt nicht heißt, sie hat das jetzt so komplett verinnerlicht und kopiert, sondern nee. Ja, also ich kann es nicht zu 100% unterschreiben so. Es gibt Aspekte, wo ich sage, ja, definitiv liberaler als andere. Hm. Ja, aber bei anderen Punkten auch wieder nicht. So, ja. Also da ist dann so Nulltoleranz so nach dem Motto. Ey, meine Eltern sprechen dafür, dass sie 40 Jahre hier sind, das ist nicht wirklich gut. Ja. Ja. So, die verkehren ja auch nur mit Koreanern. Also die haben halt keine deutschen Freunde. Ja. Und das war dann mit dem Selbstständigsein noch schlimmer, weil wir haben ja dann koreanisch-spezifische Sachen gemacht, wie koreanischen Lebensmittelladen oder koreanisches Restaurant. Mhm. Und in dem koreanischen Restaurant könnte man ja heutzutage meinen, ja, dass viele Deutsche kommen. So, bei uns war über 98% waren koreanische Gäste. So, ne? Alles so Firmenarbeiter und so und koreanische Firmen, die dann da gekommen sind. Ja, weil weißt du, was mir... Ja, das ist ja nämlich bei... das ist ja auch so ein bisschen seltsam bei uns in der Familie. Normalerweise ist es ja so, dass der Mann, weil er arbeiten geht, also bei ausländischen Familien meine ich jetzt, ist derjenige, der Deutsch spricht und die Frau eher nicht, weil sie halt eher zu Hause ist. So. Bei uns war das aber so, dass natürlich beide arbeiten gegangen sind. Ey, aber mein Vater, der spricht halt richtig schlecht Deutsch. Okay. Ja, auch, also wirklich eine Katastrophe so, ja. Ja. Und ich war jetzt letztens, also ich klopfe mal auf Holz, ich war mit ihm im Krankenhaus gewesen, weil er hatte so Probleme mit seinen Augen. Mhm. Und dann hat meine Mutter gesagt,
weil es war auch relativ spät und so, hat meine Mutter gesagt, ey, geh du mal bitte mit ihm. Ja, ich bin müde und so, mach du was. Ja, okay. Bin ich mit meinem Vater gegangen. Ey, und das, du hättest meinen Vater nicht alleine zum Arzt gehen lassen können. Das kannst du bei meiner ja, auch nicht. Weil der weiß überhaupt nicht, was er sagen soll. Oder beziehungsweise, wenn er was sagt, ey, wirklich, das war auch so ein Ding. Die Ärztin war krass genervt, so, weißt du? Echt? Ja. Okay. Die war, also die war, und so, dass bei mir irgendwann auch so leicht getingelt hat, so, weißt du, so, ey, ja, aber ich habe nichts gesagt. Das ist auch wieder so, da kämpfe ich auch so ein bisschen mit mir. Ich habe nichts gesagt, weil ich wollte, dass sie meinen Vater gut behandelt. Mhm. Deswegen wollte ich sie nicht abfacken. Deswegen habe ich nichts gesagt. Schon meine Fresse gehalten. So, ja. Aber es war schon nicht cool so, wie sie mit meinem Vater umgegangen ist. Okay. Ja. Ja, weil ja, mein Vater hat sich halt nicht klar ausdrücken können. So, ja. Ja. Wie das halt auch so ist. Aber das ist jetzt, hat ja nichts mit der Herkunft zu tun, sondern ich glaube, das hat eher was damit zu tun mit dem Alter. Es werden einfach auch Sachen dazu erzählt, die überhaupt nichts mit der Sache zu tun haben. So. Weißt du, was ich meine? So? Weißt du, sie fragt zum Beispiel, warum sind sie denn da? Und dann sagt sie, ja, ich sehe nicht, ich habe irgendwie Probleme mit meiner Sicht. So. Ja. Ah, okay. Seit wann? Seit heute Nachmittag. Und wie lange hat das angedauert? Ja, also manchmal habe ich das schon öfter gehabt. Also weißt du? Ja. Und so, hä? Du hast doch eben gerade gesagt, das war heute. Heute, so. Ja, ja, genau. Und dann und so, okay, hatten sie das schon mal? Nein. Weißt du, was ich meine? So, und, das ja, war, und, okay. Und die ist dann voll genervt gewesen. So, ja. Und hat dann auch so wirklich das so richtig raushängen lassen und hat so einem ekelhaften Ton. Ja, okay. Und dann habe ich halt auch dann so gesagt, ja, er meinte so und so und so und so und so und so. Mhm. Ja, aber, und dann hat sie aber gesagt, ja, aber er hat es doch eben ganz anders gesagt. So, ja, aber offensichtlich, er spricht kein perfektes Deutsch. Ja. So, ja. Okay. Also ich habe halt so die ganze Zeit versucht zu beschwichtigen, aber in mir hat es halt auch gebrodelt. Ja, so, ja. Weißt du, so nach dem Motto, ey, so. Wie gehst du mit Patienten um? Was soll das? So, ja, weißt genau. Du? Und dann auch noch der eigene Vater, so, weißt du? Aber okay. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist so, da habe ich halt umso mehr gemerkt, so, fuck, ey, ich kann meinen Vater nicht so alleine zum Arzt gehen lassen. Beziehungsweise also auch meine Mutter nicht so. Also meine Mutter könnte das, also sie wäre dann dabei gewesen, sie hätte das dann alles erklären können. Ja. Aber mein Vater halt nicht. So, ja. Weißt du? Ey, hammerhart. Und ich meine, wie du schon sagst, unsere Eltern sind seit über 40 Jahren in Deutschland. Ja, so. Hammer, ja, voll. Ist voll krass. Und ey, du hast ja letztens auch erzählt, dass deine Eltern dir so zwei Winterjacken mitgegeben haben für die Reinigung. Gell? Ja, hast du ja auch erzählt. Ja. Aber das ist auch eins der Gründe, glaube ich. So, weil meine Eltern sind ja jetzt gerade in Korea und die sagen, hier ist alles geil. Aber es ist alles geil, weil die sich dort hundertprozentig verständigen können, glaube ich. Ja. Weißt du? Meine Eltern, meine Mutter ist manchmal so redefreudig, die steigt ins Taxi ein, in Korea, ins Taxi, ja. Und, oh ja, und Adichie, wie war denn heute Ihr Tag? Hatten Sie heute viel zu tun? Und redet so, aha, Schnack, so, weißt du? Ja, ja, ja. Das würden Koreaner nicht machen. Ja, ja. Du siehst dann schon so, wie der Taxifahrer genervt ist. So. Es gibt manche Taxifahrer, die gehen dann auch drauf ein, erzählen dann so. Es gibt so Taxifahrer, die sind dann so, was will die denn jetzt? Ja. Weißt du, so ich nach will dem einfach Motto. Nur fahren. Genau, ja. So, und, aber ich glaube, sie freut sich, dass sie sich halt mit jedem unterhalten kann. Und dass sie dann halt einfach aus sich heraussprudelt, so, ne? Und an die ganzen. Ah, okay. Dass sie das halt so macht. Ja. Deswegen glaube ich auch, dass ihnen Korea jetzt gerade so ganz gut gefällt, weil die halt einfach connecten können mit den Leuten. Jetzt aber noch eine Frage. Kümmern sich, wenn ihr so Briefe bekommt oder Sachen, Amtsgänge erledigen müsst und so, ne? Ja. Kümmert sich dein Bruder eher drum, weil er ist ja der Erste, oder du? Also tatsächlich eher mein Bruder, aber es kommt ganz drauf an. Okay. Es kommt ganz drauf an. Ja. Also es sind jetzt zum Beispiel, also ich würde sagen, an erster Stelle schon mein Bruder, tatsächlich. Aber es ist nicht so, dass ich mich zu 100% dann raushalte oder so. Ja. Und das interessiert mich jetzt auch, weil ich bin ja der Erste. Mhm. Ich kümmere mich auch immer um die Sachen. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass meine Schwester, die kümmert sich auch um so Sachen. So, ja. Die macht das mit einer ganz anderen Leichtigkeit als ich. Ja. Weißt du, und dann ärgere ich mich manchmal sogar darüber. Ja. Weil meine Eltern dann immer so, ja, deine Schwester macht das aber ist aber so voll nett, wenn sie das macht. Ja. Ach so, und du bist halt genervt. Und ich bin halt genervt, ja, okay. Aber meine Schwester macht es halt mit so einer Leichtigkeit, weil ich glaube, sie weiß, dass ich aber eigentlich alles mache und dass sie dann immer mal einspringt für mich. Ah, weißt du, was ich meine? Okay. So, und wenn sie dann mal einspringt, dann macht die es natürlich auch gerne. Ja. Vor allen Dingen, sie lebt ja auch in Korea. Wenn sie dann mal in Deutschland ist, dann lebt sie dann auch dann bei meinen Eltern. Und dann kümmert die sich halt. Nee. Hat dein Bruder dann auch so, so Stresssymptome, wenn er sich drum kümmern muss? Geht er andersrum? Ich glaube schon, jetzt wo du es so sagst. Ich glaube, mir geht es leichter von der Hand als meinem Bruder. Ja.
Wobei, wie gesagt, ich würde nicht sagen, also ich würde nicht sagen, dass der eine hat mehr zu tun als der andere oder so, weil ganz ehrlich, wie gesagt, ich wohne 10 Fußminuten von meinen Eltern. Okay. Das heißt, ich bin ständig wegen irgendwelchem Kram bei meinen Eltern. Mhm. Oder ich gehe einkaufen für meine Eltern, ne, für so schwere Sachen und so ein Kram. Also ich weiß nicht, also ich habe halt, wie gesagt, ich habe für mich, um nochmal jetzt auf den Anfang unseres Podcasts zu kommen, ja, weil ich möchte, dass meine Eltern mich besser kennenlernen. Mhm. Und ich möchte ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern haben. Und das beinhaltet halt auch, ey, eben nicht genervt zu sein oder so, wenn sie mich um Hilfe bitten. So, ja. Weil am Ende des Tages, ich glaube halt nicht, dass meine Eltern das aus 100% aus Bequemlichkeit tun. So, ja, ich habe ja einen Sohn, so den rufe ich jetzt mal an, er soll es machen. So. Weil das glaube ich nicht. Ja. Sondern tatsächlich, weil sie halt Hilfe benötigen. So. Ja, natürlich. Und dann ist es eigentlich mega uncool als Sohn dann zu sagen, oh, ey Mann, so, weißt du, das ist doch, also, und, aber das habe ich halt gelernt, so, das war halt auch ein Prozess, das war ja nicht von Anfang an so. Ja? Ey, ja. Weil, guck mal, das, was du gerade gemacht hast, oh Mann, ey, ey, das musste ich mir voll abgewöhnen. Und das, ey, ohne Scheiß, das habe ich bis vor Jahren immer noch, vor ein paar Jahren habe ich das immer noch so gemacht auch, ja. Okay. Und dann habe ich mir aber irgendwann gedacht, so, ey, Digga, du bist so Mitte, Ende 30. Ja. Ja, aber hat es dann so bei dir Klick gemacht? Es hat dann Klick gemacht. Es hat Klick gemacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist aber auch nicht von heute auf morgen abstellbar. Nee, natürlich nicht. Weißt du? Nee, das ist ein Prozess. Und meine Eltern haben aber auch irgendwann gemerkt, dass ich so bin. Mhm. Ja? Und kommen dann halt auch sehr vorsichtig zu mir, wenn die irgendwas haben. So, ne? Mhm. Und das hat mir aber auch dann leid getan. Ja. Ich habe es überhaupt nicht gemerkt, dass ich so bin halt. Dann haben wir ja so quasi so ähnliche Prozesse. So einen gleichen Prozess so durchgemacht. Ja. Weil, also ich bin jetzt tatsächlich so zu 85%, 90% so im Reinen. Okay. Mit mir selbst, was mit meinen Eltern, also das Verhältnis betrifft. So, ja. Mhm. Das ist erleichternd. Mhm. Ja, voll. Weißt du? Ja, es ist wirklich erleichternd. Hat eigentlich nur positive Seiten. Ja, weil mit dem Verständnis legst du, glaube ich, auch automatisch einen Teil dieses Genervtseins ab. Mhm. Weißt du, weil du einfach gerafft hast, ey, das sind deine Eltern, verdammt nochmal. Ja, ja. So, weißt du? Also, was bist du für ein Schmuck, so, weißt du? Also, dass du, also, wer bist du, dass dir einfällt, genervt zu sein, so deinen Eltern gegenüber, so, weißt du? Das versuche ich mir, es ist nicht immer so, ja, um Gottes Willen, ich bin ja kein Heiliger. Mhm. Ich bin trotzdem natürlich ab und zu genervt, ja. Ja. Aber ich rufe mir das immer wieder zu Bewusstsein. Ja. Ja. Und dadurch sage ich halt, ja, okay. Und weißt du, was auch hilft? Hm. Deine Mutter ruft an, ey, mein Handy funktioniert nicht, ich komme mal vorbei. Und du sagst eine Millisekunde darauf, ja, okay. Ja. Weil dann hast du dich schon committed. Nein, verstehst du, aber das ist wirklich so. Ja, ja, ja. Das hilft. Du sagst, ja, okay. Ich komme jetzt. Ja. So. Jacke an, Schuhe an, zack, raus. Ja. Rüberlaufen, machen. Was ich mir auch gedacht habe, war, ey, du musst es sowieso machen. Ja, genau. Ja, am Ende, genau. Du musst es sowieso machen. Ja, so ist es. Genau. Warum machst du es nicht eher mit einer Leichtigkeit richtig. Und fuckst richtig. Keinen ab? Du machst es nämlich allen schwer, wenn du abgefuckt bist. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Ey, ich fand die Folge erfrischend. Ja, und also, auch so ehrlich, heilend. Ja, auch so ehrlich. Auch ehrlich. Ja, tatsächlich ehrlich. Auch. Also ich fand deine Story fand ich sehr, 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 sehr interessant und gut. Wie wollen wir die Folge heute nennen? Ey, du fragst mich immer, wenn du mich als erstes fragst, ey. Wir müssen, ich habe so das Gefühl dafür, wann es endet. Guck mal, wir hatten eine Folge Stories aus dem Off. Ja. Jetzt haben wir vielleicht eine Stories from the Heart. Stories aus der Seele heißt es oder so. Stories aus der Seele. Ja. Finde ich gut. Ini. Chong, war gut. War gut.